So Leute, dann seid erstmal herzlich gegrüßt zu einem neuen Video, zu unserem neuen Format. Du siehst quasi, dass jemand neben mir sitzt. Das bedeutet, das Ganze gibt es wieder in zwei Variationen. Einmal hier auf YouTube als Video, wenn du es gerade als Video guckst. Oder die Variante, du sitzt gerade in deinem Auto oder bist beim Sport und willst das Ganze als Podcast hören, weil dazu wird es auch den Podcast geben. So, das erste Format war mit dem Dirk alias The Metalist. Das findest du natürlich unten in der Beschreibung. Kannst du dir schon mal reinziehen, wenn du den auch mal kennenlernen willst, falls du noch nicht kennst. Heute ist aber der Julian da von Sherm Welding Tools und dem werde ich heute ein paar Fragen stellen, die euch vielleicht auch interessieren könnten. Aber bevor wir mit der ganzen Sache loslegen, sagt er jetzt erstmal, wer er ist. Servus, ich grüße euch. Danke dir, Erik, für die Einladung. Sehr gerne. Also ich denke mal, wir werden in Zukunft da noch das ein oder andere zusammen miteinander machen. Wie er schon gesagt hat, ich bin der Julian von Sherm Welding Tools. Und wir versuchen eigentlich bezahlbare Lösungen im Bereich der Schweißtechnik, Spanntechnik und Zubehör zu entwickeln und arbeiten da natürlich auch gern mit so Leuten wie dem Erik zusammen, einfach auch, weil man aus dem Bereich kommt und auch täglich bei dir auch die Bedürfnisse sich zeigen, was man da brauchen kann an Zubehör oder an Werkzeug. Und so hat sich das eigentlich ergeben letztes Jahr. Und ich denke mal, da werden wir jetzt in Zukunft ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Also zu mir selber, ich bin aus dem Bereich vom Metallbau bzw. Metallbaumeister und schweiß auch relativ viel. Also Edelstahl, Aluminium auch gern. Und Erik macht es ja hauptsächlich im Bereich Alu. Da sind wir schon auch auf einer ganz coolen Wellenlänge. Und ich denke mal, in dem Bereich wird da jetzt in Zukunft einiges gehen. Ja. Genau, also wir haben ja schon mal einen Livestream zusammen gemacht, auch auf YouTube, haben wir nämlich meinen neuen großen 2x1 Meter Schweißtisch zusammengebaut. Genau. Ja, das Video werde ich jetzt, wer auf YouTube das Ganze sieht, auch unten in die Beschreibung reinschmeißen. Ich habe wieder mein Handy hier am Start, weil ich mir natürlich einige Fragen, ich kann mir nicht alles merken, ich habe mir das hier alles schon mal so ein bisschen notiert. Was ich aber noch sagen möchte, beziehungsweise es kommt in der Frage vor, frage ich nicht, das kommt jetzt in der nächsten Frage. Also vorgestellt hast du dich, was ich mich so, oder was vielleicht auch für euch interessant ist, wie bist du zu der ganzen Thematik gekommen? Also wir reden nochmal ganz kurz von Schweißtischen, Spannmöglichkeiten, Zubehör etc. Also Also bei mir war es eigentlich so, wie es, ich denke mal, bei vielen sein wird. Ich habe mit 14, 15 schon im Bereich Metall quasi angefangen und habe da halt direkt Feuer gefangen und war da in verschiedenen Firmen auch als Jobber oder ja, und habe dann quasi eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker bei uns in der großen Feingießerei und habe halt gesagt danach, okay, es muss weitergehen, und hatte dann auf dem Plan, dass ich einen Handwerksmeister mache. Und dann habe ich halt angefangen, auch zu Hause ein bisschen zu arbeiten oder auch so Sonderanfertigungen zu machen. Und dann kommt halt das Problem auf irgendwann. Für dich privat halt? Genau, für mich privat oder halt als Nebengewerbe. Okay. Dann kommt halt irgendwann die Problematik auf, man versucht sich eine vernünftige Werkstatt aufzubauen und muss ja irgendwo arbeiten. Man versucht ja halt am Anfang vernünftig arbeiten zu können, aber kann jetzt nicht direkt hingehen und sagen, okay, ich investiere hier mal 20, 30, 40.000 Euro für eine Werkstatt, mit der ich gerade erst anfange. Ja. Ich denke, die Problematik werden viele haben und dann sucht man halt nach Lösungen. Also bei der Geschichte war mir halt klar, dass ich um den Schweißtisch nicht drum herum komme. Mhm. Aber musste ich halt eine Lösung finden, wie man das in einem bezahlbaren Rahmen trotzdem vernünftig damit arbeiten kann. Ja. Und so habe ich damals die ersten zwei, drei Tische gebaut. Also oder erstmal konstruiert und dann gefertigt. Und dann, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, du kannst es halt auch alles selber zeichnen. Genau. Also ich bin so ein Typ, alles selber. Da bin ich komplett raus. Ich kenne Leute, jetzt auch wie dich, wenn ich da was habe, aber ich bin da, weiß nicht, wie dir das jetzt geht, in dem Bereich, der jetzt gerade zuschaut, ob das, ich muss immer aufpassen, wenn ich sage du, weil im Video sehen sie es ja, dass ich in die Kamera gucke, aber beim Podcast weißt du gerade nicht, dass ich dich meine. Ja. Das ist immer gar nicht so einfach, da muss ich schon jemand Bock drauf haben und sich einfach mit auskennen mit der Thematik. Und wenn du das natürlich konntest, beste Voraussetzung. Ja, ich hab halt damals in verschiedensten Bereichen in der Metalltechnik oder Metallbearbeitung Fuß gefasst, sage ich mal, und bin da relativ breit aufgestellt.
war dann so, ich habe mir dann den ersten Schweißtisch gebaut, habe dann damit gearbeitet und dann waren dann halt direkt 3, 4, 5 bekannte Kumpels, die haben gesagt, hey, ich brauche auch so ein Ding. Dann haben wir es gemacht. Danach habe ich tatsächlich fast nichts mehr gemacht, weil ich dann meine Meisterschule nebenher hatte. Da war es halt anders eingespannt. Genau, genau. Also da war es schon von der Zeit her relativ schwierig. Und in der Meisterschule kam das Thema ja auch oft auf. Also die von der Meisterschule, die haben gesagt, alle, ja, sie wollen so ein Ding oder kennen jemanden, der sowas braucht oder so. Ja. Und dann habe ich danach, spaßeshalber, mal nochmal 2, 3 Stück gemacht. Und das ist dann quasi so schnell explodiert, muss ich fast schon sagen, weil einfach der Bedarf da war und wir uns selber auch eigentlich als Ziel gesetzt haben, dass wir von der Preis-Leistung her fair sind. Und mein Ziel war eigentlich, dass sich jeder einen Schweißtisch für zu Hause leisten kann. Je nachdem, welche Größe und welche Anforderungen natürlich. Und ich habe ja das Problem bei mir gesehen, was ich brauche. Ja, und dann halt bei meinen Bekannten und bei denen war ja überall das Gleiche. Ja, klar. Und da mussten wir halt gucken, dass man eine Lösung für bekommt und dass die halt für eine Privatperson auch finanzierbar sein wird. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil ich denke mal, dass es Schweißtische gibt, das weiß, oder die sich mit der Thematik beschäftigen, wissen viele. Nur ist es natürlich in einem Bereich bei den anderen Marktbegleitern, die natürlich einfach gewisse Preise haben, vielleicht auch bestimmte. Jetzt komme ich wieder nicht auf, es gibt die Beschichtung oben drauf hier. Ja, die sind auch randschicht gehärtet und Plasma nitriert. Da gibt es so viel, genau, nitriert. Ja. Ist ja immer die Frage, braucht das einer im Hobbybereich oder der jetzt 1-2 Mal im Monat schweißt, ist immer so die Frage. Und deswegen ist das so eine Lösung für den anderen Bereich. Aber du hast gerade schon schön gesagt, da kommen wir eigentlich zur nächsten Frage. Du hast gesagt, wir. Du machst das ja nicht alles alleine aktuell. Du alleine hast du gestartet, wie dein Partner ja auch. Genau. Über den sind wir ja zusammengekommen. Ja, wir haben, ich habe das ja damals allein gemacht und der Bernhard in Bochum, der alias Nasty Tool. Also genau, der hieß, seine alte Firma hieß Nasty Tools. Und der hat das auch auf Ende 2019 hatte der seinen Online-Shop. Da waren dann hauptsächlich Zubehörteile, kleine Tische drin. Und ich hatte halt damals schon die großen Sachen. Also ja, auch bis auf 3 Meter mal 1,25 Tische. Okay. Und dann habe ich den einfach mal angerufen. Dann habe ich gesagt, hey, wie sieht es bei dir aus? Ich brauche so Zubehörsachen. Lass da mal was zusammen starten. Und das hat direkt funktioniert. Also ich habe selten jemanden so erlebt, der so unkompliziert mit dem zusammenarbeiten kann. Ja. Der Bernd hat mich damals angerufen, hey, du machst Social Media, lass uns was zusammen machen. Ja. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde telefoniert und das war ganz gepasst. In der halben Stunde war das geklärt, dass wir da was zusammen machen. Ja. Und was ich richtig cool finde bei den Jungs, und das sind wir jetzt bei uns auch komplett einig, leider ist ja draußen eher so der Punkt immer so, der macht das will ich nicht, eher so gegeneinander. Und ja, wir machen jetzt nicht dasselbe, aber du und der Bernhard habt dasselbe gemacht und die haben sich am lieber fusioniert die ganze Sache und haben sich zusammengetan und wir versuchen das auch so. Dieses Gegeneinander, das gibt es bei uns überhaupt nicht. Eher so, wir wollen miteinander für die Community, für euch da einfach was schaffen in den Bereichen mit Rabattcode, mit Beratung, mit den Videos, dass ihr einfach seht, was es für coole Produkte gibt und das einfach nach außen bringen. Ja, ich finde, es ist auf Dauer, es bringt ja auch nichts. Also jeder, wenn ich immer sehe, da sind wir mittlerweile auch ganz viele unterwegs, die halt ihre eigene Suppe kochen wollen. Ja. Ich sage dann immer, lasst sie machen, aber unterm Strich macht es halt auch mehr Spaß, so wie jetzt mit unseren Jungs hier, zusammen also Events zu starten und zusammen was zu machen. Und wir sind, dann passt es auch. Er sagt, wir den Jungs, wir sind nämlich gerade aktuell, das sieht man vielleicht da hinten, ich glaube, hier steht auch eine Camper-Absaugung, wir sind gerade bei Camper in Vreten am Start. Wir sind jetzt wieder unterwegs gewesen bei Norden, haben da einige Sachen, also ich weiß noch nicht, ob jetzt der Podcast eher kommt oder erst das Norden-Video, deswegen kann ich das noch nicht genau sagen. Aber da wird auf jeden Fall, ich sag mal, es kommt was oder es ist schon da. Und jetzt sind die anderen gerade noch vorne, wir machen noch ein bisschen Content hier bei Camber und haben uns mal schnell hier abgegrenzt für das Video oder den Podcast. So, genau, dann wären wir eigentlich auch schon wieder bei der nächsten. Was ist dein eigenes Lieblingsprodukt in deinem, oder egal, ob es das jetzt schon gibt, wenn es es nicht gibt, willst du es vielleicht noch nicht sagen? Aber wenn es eins gibt, was es noch nicht gibt, dann sag nur, es kommt noch ein Lieblingsprodukt und das, was es bis jetzt im Shop gibt, welches ist dein Lieblingsprodukt? Das war jetzt ein bisschen. Ja, ich habe schon verstanden. Kompliziert. Also, eins von den aktuellen Lieblingsprodukten im Shop, was wir drin haben, ist tatsächlich der kleine elektrische Drehapparat, weil es in dem Bereich von den Drehapparaten, also ich habe da ja auch die letzten 3, 4, 5 Jahre immer wieder mal geschaut, weil ich ja auch was gebraucht habe. Da war es halt ganz lang so,
Es gab quasi, ich sag mal so ab 800 oder 1000 Euro gab es kleine Drehapparate, die aber jetzt auch nicht so high-end waren. Ja. Und wenn was richtig Gutes wollte, ich war einfach bei 2.000 bis 3.000 Euro unterwegs. Und drunter, und das ist eigentlich auch heute noch so, drunter gibt es sonst nur China. Mhm. Also es gibt zwei, drei Drehapparate in dem Preissegment wie unseren. Aber da ist dann halt oft so, wenn du halt die Drehzahl runterstellst, dann fängt er an zu stottern oder läuft halt nicht rund. Oder du kannst ihn von Hand anhalten. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat vorher schon 14 Kilo auf den kleinen Drehapparat gestellt. Okay. Und der sagt, ja, ging kein Problem. Läuft. So, wir geben ihm sogar. Problem. Ja, genau. Ja. Und da ist so, bei uns, ich kann die Drehzahl ganz runterdrehen auf null. Und wenn der ganz langsam läuft, dann kannst du von Hand nicht anhalten. So, also, wenn da Getriebe drin ist. Okay. Ja. So, und ein guter Kumpel von mir, der Tim, der hat es damit auch lange Tests gefahren und auch mit großem Backenfutter drauf, mit 10 Kilo und sowas. Und der sagt selber, ja, geil. Beste, also mega zufrieden. Ja. Das ist so das aktuelle Nochmal ganz Lieblingsprodukt. Kurz, Drehautomat, wir reden von einem, du hast zum Beispiel einen Rohrschweißauftrag oder irgendwie so einen Sähenauftrag, wo du einen Rohr schweißen musst, du spannst das Ganze ein, richtest dir das aus und dann mit Fußpedal? Oder? Also die Variante jetzt gibt es mit Kippschalter, kommt dann aber mit Fußpedal noch. Okay, dass du selber also, steuern kannst. Genau. Und du kannst dann quasi mit deinem Zusatzwerkstoff schweißen, also weg, du genau. kannst ja Mack mit schweißen, völlig egal mit ja, was. Genau. Und dann kannst du in der Geschwindigkeit das Ganze durchziehen. Du bist viel effektiver, das Schweißen hat Ergebnis, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wird halt, ich glaube, vielleicht 10 Stück, musst du dich rantasten, Geschwindigkeit, Einstellung vom Gerät und dann läuft das durch. Meistens ist es so, super Ergebnis. Meistens ist es so, wenn jemand schon mal mit einem Drehapparat geschweißt hat, dann stellt er es nach dem ersten oder zweiten Teil ein, dann passt es. Ja. Also, und sieht so dann aus wie, sieht aus wie Roboter schweißen zum Schluss. Wenn du dir noch irgendwie, ich habe mir dann damals, wir haben es selber eingebaut, und dann habe ich dann auch den richtigen Halter für den Brenner, wo ich nur noch reingesteckt habe. Und dann war der immer selbe Position und dann nur noch Schweißdraht reinlegen, zünden, loslegen. Und ja, das war halt auch wieder aus der Geschichte raus. Ich musste Rundteile schweißen, hatte aber kein Drehapparat und kann mir ja als Normalo, sage ich jetzt mal, ich kann mir jetzt hier nicht für zu Hause in die Werkstatt ein Drehapparat für 2.000 oder 3.000 Euro kaufen, dafür, dass ich da jetzt Drehteile mache. Genau, ja, oder einfach, es steht eben kein Verhältnis, wenn ich dafür einen Auftrag 200 Euro bekomme und mache da, gebe da erstmal 2.000 aus und mache das Ding dreimal im Jahr. So war die Geschichte. Und das ist jetzt so das aktuelle, ja, was heißt Highlight? Ich finde den kleinen Dinger eigentlich ganz cool, weil er doch von der Zuverlässigkeit her, von der Ausführung, besser wurde, als wir dachten. Okay. Also vor allem von der Kraft her. Mhm. Da sind wir schon mega zufrieden und jetzt in Zukunft wird im Bereich Spanntechnik, Frästeile, da werden jetzt noch ein paar Sachen kommen. Ja, dann geh ein bisschen drauf ein, weil die nächste Frage ist, was ist dein Plan für die Zukunft? Ja, okay. Also nicht dann, nur das, was du verraten hast. Dann verbinden wir das halt. Ja, aber es passt. Also Plan für die Zukunft wird schon auch sein, auch professionelle Werkzeuge anzubieten, also auch im High-End-Bereich. Dann, Werkzeuge jetzt im System zum Tisch oder? Beides. Also es wird zum Beispiel, also das der Grundgedanke war ja immer, was für Probleme habe ich, wenn ich irgendwas fertigen will. Mhm. Habe ich zum Beispiel Probleme beim Schweißen, was kann ich dann auf dem Tisch aufbauen, dass es dann funktioniert. Habe ich jetzt aber, zum Schweißen gehört ja viel mehr dazu. Also ich habe ja oft Frästeile, Drehteile, ganz viel Sägen, Schleifen und so Sachen. Oder auch Plasma schneiden. Ja. So, und in dem Bereich werden wir uns dieses Jahr definitiv ganz stark etablieren oder auch weiter ausbreiten. Cool. Da kommen ein paar Sachen, die es auch so in der Ausführung weltweit noch nicht gibt. Ja. Und ich denke mal, da wird was Interessantes dabei sein für den einen oder anderen. Also, Hinweis. Ja. Egal ob Podcast oder YouTube, ich werde natürlich den Shop von den Jungs verlinken. Zusätzlich auch der kleine Hinweis, wer dort was bestellt, es gibt natürlich über mich, weil wir einen schönen Deal zusammen haben, 5% Rabatt auf deine Bestellung, also genau. Das wird alles unten drin sein, mal schön abchecken. Schweißfan, endlich ist es soweit, unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Alugussbereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Bis ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen, die Steps von Anfang bis Ende haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest. Dann haben wir ja noch so ein geile, das habe ich mit dem Dirk auch schon gemacht, noch so eine Entweder-Oder-Fragerunde. Das heißt, ich stelle Julian jetzt Fragen
und du kannst mit entweder oder antworten. Ja. Ist nichts Schlimmes. Aber es ist witzig. Und es gibt so eine Standardfrage, das habe ich mit dem Björn. Das ist eine kleine Insider-Geschichte. Mal gucken, wie er dann gleich reagiert. Ja, das ist so aus unserem Camper Warrior. Und weil wir ja wirklich oft jetzt zusammen unterwegs sind, ist das so entstanden. Deswegen, ich fange einfach mal an. Ja, das sind natürlich auch immer so spontane Sachen, die mir einfallen. Gell? Ich habe neulich geschrieben, entweder ein Holztisch oder ein Stahltisch. Ja gut, es kommt immer drauf an, wofür. Aber ich wäre auch bei einem Holztisch, und da kommt auch noch was in Zukunft, auch nicht abgeneigt. Da war meine Frage gar nicht so blöd, finde ich. Okay. Dann zum Thema Schweißen. Lieber Wick oder lieber Max schweißen? Also ich bin eigentlich relativ neutral. Also ich schweiße eigentlich alles. Elektrode auch? Elektrode ganz selten. Vielleicht einmal im Jahr oder so, ja, weil ich den Bedarf nicht habe. Aber ja, kann ich auch. Aber wenn der, also wenn du es brauchst, dann ist es ja aber auch genau das richtige Schweißverfahren. Dann, ja, das ist halt. Deswegen dann, ist es nicht genau so oft, aber dann ist es genau das. Genau. In dem Moment. Aber was ich tatsächlich am liebsten mache, Aluminium Wick. Also ich werde jetzt vielleicht auch dieses Jahr noch ein bisschen in Richtung Titan gehen, weil ich da Bock drauf habe. Ja. Ja, können wir auch mal zusammen was starten. Habe ich jetzt weil wir haben ja die letzten Jahre jetzt uns auf Magnesium, Stahlguss, haben uns viel konzentrierter ausprobiert und habe gesagt, ja gut, was wäre jetzt so das Nächste, weil das kriegt man jetzt, das läuft ja schon. Und dann wäre jetzt der Nächste, weil es soll auch nicht langweilig werden. Und dann habe ich gesagt, Titan ist auch immer geil, aber das hat mich natürlich auch mal zurückgeschreckt. Ja, weil Material extrem teuer, dann Zusatzwerkstoff, habe ich aber natürlich einen sehr guten Kontakt zu Böhler Welding, mit dem ich jetzt schon das Ganze angefangen habe zu planen, und da wollen wir jetzt auch ein bisschen starten. Ja. Jetzt können wir uns dann gerne Bei der Titan-Geschichte, ich habe da auch mehrere gute Lieferanten. Und ich denke mal, wir werden auch ein, zwei... Material jetzt, oder? Ja. Also einfach Bleche? Nein, auch Rohr. Alles mögliche. Achso, okay. Also, okay. Was für Schweine? Nicht jetzt Zusatzwerkstoff? Dann könnte ich mich vielleicht um Zusatzwerkstoff kümmern? Genau. Nee, da könnten wir auf jeden Fall mal eine Menge bestellen und dann mal gucken. Weil ich weiß nicht, die meisten denken jetzt halt, ich bin hier nur bei German Welding Tools quasi, macht da nur Handel, ist aber nicht so. Nee, der kann auch Schweine. Also, ich hab quasi zwei Firmen und mit meiner eigenen, also die ich allein mache, die Metalltechnik Hinterhof heißt die Firma, bin ich jetzt nachher auch Lieferant für den Online-Shop. Das heißt, ich habe selber einen Flachbettleiser gekauft, mache da viel im Bereich Schweißtechnik, mache viel für bekannte Firmen bei uns im Bereich Edelstahl, Aluminiumteile, öfter auch mal schwierige Sachen. Auf jeden Fall den Link unten abchecken. Natürlich auch bei Instagram, da gucke ich mal, das werde ich wahrscheinlich auch unten reinschmeißen. Ja, ja. Auf Instagram, da siehst du dann natürlich genauso wie bei mir immer, wer mir jetzt auch auf Instagram folgt, wenn noch nicht, dann bitte auch mir auf Instagram natürlich folgen und den Julian mal abchecken. Ich hau den unten Link rein, weil dann siehst du halt einfach mal, was auch so im Alltagsgeschäft so abgeht. Gell? Genau, ja. So, und jetzt kommt meine Lieblingsfrage, entweder Bier oder Gin? Ja, ja gut, also da gibt es eigentlich nur eine korrekte Antwort, die heißt erst Bier und dann Gin. Ja, ja, das ist nämlich jetzt so eine Sache, wenn wir mal abends essen gehen, das war eigentlich unsere erste Begegnung. Die war sogar hier. Wir haben ja schon geschrieben, Kontakt gehabt und ich wusste aber nicht, wie er aussieht. Ja. Weil auf seinem Profil keine Bilder von ihm sind. So, bei mir weiß das immer jeder, weil meine Kusche überall zu sehen ist. Und du kamst, glaube ich, einen Tag später. Ja, ich bin mitten in der Nacht gekommen. Genau, und deswegen wusste ich, dass er es ist, weil ihn habe ich noch nicht gesehen. Also, okay, Julia, ja, alles klar. Und abends dann, wir können nur Geschäfte zusammen machen, so in der Art hieß es, oder zusammen arbeiten, wenn wir mal einen Gin zusammen trinken. Deswegen ist so diese. Ich weiß noch, hast du gesagt, du trinkst keinen Alkohol. Ja, nicht so viel. Ja, und danach, gefühlt hier eine Flasche Gin weggehauen an dem Abend. War ganz witzig. Fakt. Ja, war schon gut. Entweder oder. Entweder ein schnelles Auto oder lieber ein Transporter. Also dann lieber ein Transporter. Weil ich eigentlich nicht unbedingt so viel Zeit habe, um ein schnelles Auto durch die Gegend zu fahren. Das ist wirklich so ein Problem. Also, ja. Ich habe jetzt selber einen Sprinter, Gold wert. Weißt du, es ist. Ich will nichts mehr anderes haben. Ich brauche den auch gefühlt jede Woche. Klar, schnelles Auto ist schön, aber. Das können wir später machen. Ja, man braucht es jetzt noch nicht unbedingt. Also, es gibt schöne Autos, mir gefallen die auch. Das ist alles cool, so ein Porsche, das sieht gut aus. Das ist alles keine Frage, aber wie du schon sagst, wann? Und ich habe ja noch Kids. Wozu brauchst du es? Ja. Ja, ich denke, wenn ich mir mal was Schnelleres hole, dann wird es trotzdem ein Kombi sein. Dass man trotzdem Platz hat. Ja, sehe ich auch. Für mich ist es auch eher ein Nutzfahrzeug oder Nutzmittel.
Und ich bin sowieso eher so, das muss irgendwie praktisch irgendwie was machen. Ja, genau. Muss oder ich bin ja so der Camper-Typ, ich will halt einfach mal mein Motorrad reinschmeißen und auf die Crossstrecke oder irgendwo. Genau. Das ist eher, dann lieber das. Das ist eigentlich so mein Luxus. Ja, du holst dann lieber ein Motorrad, was schnell wird. Genau, und was schnell läuft und dann macht es auch Spaß, ja. Ja, was habe ich denn dabei? Ich sage es mal so, wie ich es auch geschrieben habe. Entweder Angestellte oder Einzelunternehmen. Aber ein Einzelunternehmen bist du ja eigentlich. Ja, ja gut, das kann ja beides sein. Ich kann ja auch als Einzelunternehmer angestellt werden. Ja, stimmt. Ja. So. Also eher, oder ich denke mal, das habe ich eher so gemeint. Wollt ihr zu zweit bleiben, wie es jetzt ist? Oder soll es mal weitergehen, größer werden? Ja, irgendwie wie? Also, es ist so, wenn wir jetzt halt die Bedarfe sehen über das letzte halbe Jahr, würde es zu zweit nicht funktionieren. Also wir haben jetzt in Bochum schon Leute, die quasi Logistik machen. In Bochum ist sein Partner der Bernhard. Genau, also wir haben zwei Standorte, einmal im Süden in Deutschland bei mir, in Oberschwaben und einmal in Bochum. Und also es ist momentan so, dass wir da Leute brauchen, die auch hier in der Logistik helfen. Sucht ihr aktuell? Na, wir haben jetzt vor ein paar Wochen erst einen eingestellt. Okay, dann können wir den auch. Der wird jetzt wahrscheinlich direkt von der Zeit her aufgestockt. Okay. Kann aber gut sein, dass ich im Sommer, also was heißt, kann sein, es wird so sein, dass ich im Sommer bei mir unten 2 bis 4 Mann brauche. Also, wer aus dem Bereich kommt, im Sommer nach neuen Job sucht, wie gesagt, Instagram-Kanal abschicken, da wird es dann wahrscheinlich sowieso. Das wird dann eh kommen. Okay. Ich weiß noch, es kann sein, ich habe sogar schon 2 bei mir unten, gute Leute. Aber das wird halt alles relativ entspanntes Firmenklima sein, du kannst das vorstellen. Ja. Und ich denke mal, da macht es dann Spaß mit den Leuten, die halt Bock haben, zusammenzuarbeiten. Und wenn es so weiter funktioniert und weiter wächst, dann ist es unumgänglich. Ich bin mehr im Leiser eh. Also wenn wir die Mengen jetzt dann durchhauen müssen, dann geht das vorwärts. Ja, aber das passt. Also mir selber ist ja so, ich werde dann quasi mein Einzelunternehmen haben, bei mir unten. Ja. Und die GmbH, den Online-Shop zusammen mit Bernhard, das wird weiterhin so sein. Und ich denke, die Aufteilung ist so relativ gut. Und dann hat man halt alles in einer Hand. Ja. Von niemandem abhängig nachher. Das ist, muss nicht so lange warten. Die Qualität selber in der Hand, das sind ja lauter so Punkte, die einen als Unternehmer dann beschäftigen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ja. Ja, also richtig, richtig cool. Ich denke, das hat erstmal einen ganz guten Eindruck nochmal mehr in die Materie gegeben. Vielleicht die den Julian oder German Building Tools jetzt nicht kannten. Ja. Ist jetzt ein bisschen mehr passiert, also mach dich gerne mal schlau, wenn du in die Richtung gehen willst. Wie gesagt, auf meinem Kanal YouTube findest du auch noch ein Video dazu, was wir schon zusammen gemacht haben. Ich habe allgemein schon zu den Tischen auch viel gemacht, Zubehör, also da gerne abchecken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch bei uns beiden gerne melden. Jederzeit. Ich danke dir für das Interview, für deine Zeit. Ja, gerne wieder. Und du abonnierst bitte sehr gerne meinen Podcast und bei Spotify, wenn du den über Spotify hörst, auch gerne mit einer Bewertung. Das geht nämlich jetzt, iTunes sowieso. Kanal abonnieren, beim Julian vorbeischauen und gerne das Gleiche machen. Ich werde alle Verlinkungen unten in die Beschreibung reinhauen. Ja, ich bedanke mich, dass du mit am Start warst, für alle Zuhörer auf dem Podcast, für alle, die das YouTube-Video gesehen haben. Ihr wisst, wo ihr das Interview hier findet. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es ist noch einiges geplant. Es werden noch einige Interviewgäste jetzt noch dazukommen. Und ja, von uns wird dieses Jahr auch noch richtig viel kommen. Hier mit dem Erik zusammen. Zeit. Da kommen noch ein paar Projekte, die, ich denke mal, ganz interessant sind. Also, das so auszudrücken. Am Start bleiben, einfach uns konsumieren und schauen, was los ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Alulöffel und der Julian von German Welding Tools. Lasst es euch gut gehen. Bis später. Rein.